Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Michaela Schifrin hat zum dritten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Urheberrecht Getty Images Update. Weil der Super G in Sochi abgesagt wird, ist Michaela Schifrin nicht mehr von Platz einem im Gesamtweltcup zu verdrängen. Sie zieht mit Skilegenden gleich. Skirennläuferin Michaela Schifrin steht vorzeitig und zum dritten Mal nacheinander als Siegerin im Gesamtweltcup fest. Die immer noch erst 23 Jahre alte Amerikanerin profitierte am Samstag von der Absage des ersten von zwei Super-G-Rennen in Rosachutor bei Sotschi, Russland. Wie der Skiweltverband FIS später mitteilte, wird der Wettbewerb nicht nachgeholt. Bis zum Saisonende stehen damit noch maximal 7 Rennen aus. Schifrin, das will ja niemand sehen, das ist eine seltsame Sache, sagte Schifrin in einem Video, das sie über die sozialen Medien streute. Ich sitze hier in meinem Bett und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich gerade irgendwas geleistet. Aber die ganze Saison war spektakulär. Sie könnte jetzt auch wilde Freudentänze aufführen, ergänzte Schifrin, aber das will ja niemand sehen. Schifrin liegt im Gesamtweltcup 719 Punkte vor Petra Vlhová aus der Slowakei. Sie kann in den ausstehenden Rennen damit nicht mehr eingeholt werden. Schifrin zieht mit ihrer dritten großen Kristallkugel mit Petra Kronberger, Österreich, Janika Kostelic, Kroatien und Vreni Schneider, Schweiz gleich. Mehr Gesamtweltcup-Siege haben nur Annemarie Moser-Pröll, Österreich, 6 und Lindsey Vonn, USA, 4.